Ein herzliches Moin wünsche ich euch. Heute möchte ich gerne wieder über finanzielle Bildung und insbesondere über Investmentanlagen reden. Und zwar hier im Silberbereich und zwar für Sammlermünzen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich letzte Woche mir wieder Münzen gekauft und 5 Stück an der Zahl hier. Und ich möchte euch die gerne vorstellen und vielleicht habt ihr ja auch Lust, diese zu kaufen bzw. zu sammeln. Gerne fange ich jetzt mal an. Ich nehme die mal kurz weg. Dann fangen wir mit dem Seepferdchen an. Und dann zeige ich euch das ganz gerne und erzähle auch ein bisschen was dazu. Und zwar haben wir hier das Barbados-Seepferdchen aus der Barbados-Seepferdchen-Reihe 2021. Eine Unze Silber ist es. Die Auflage sind 10.000 Stück. Ich habe sie, also ist jetzt keine Schleichwerbung oder sowas, sondern ich kaufe immer gerne bei münzenengel.de und zwar, da kriegt ihr die leider nicht mehr, allerdings könnt ihr ja gerne googeln und mal schauen, wo ihr die noch kriegt. Also wie gesagt, 10.000 Stück werden hier produziert und ich habe hier, kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen, was ich dafür bezahlt habe. Und zwar habe ich 38,40 dafür bezahlt, genau. Auf der Rückseite finden wir hier so das Barbados-Wappen. Meiner Meinung nach ist es das. Genau. Super. Dann machen wir mal weiter mit dem Chestnut. Und zwar haben wir hier die Round Mysterischer Wald Chestnut Leaf 2021. Kommt aus einer Serie und zwar haben wir hier auch ein schickes Zertifikat. Auflage beträgt 25.000 Stück. Hier steht es auch nochmal 25.000 Pieces. Und dann schauen wir die mal näher an. Die schicke Silbermünze, also es ist echt toll gemacht und hat so einen kleinen 3D-Effekt. Also ich finde das echt genial. Einmal das Blatt. Und dann ist da eine offene Kastanie und eine geschlossene Kastanie drin. Auf der Rückseite haben wir dann den Adler. Ich denke auch mal, dass es das Wappen ist. Und genau, ich habe dafür, Moment, was habe ich dafür bezahlt? 35,98 habe ich dafür bezahlt. Das ist echt eine Empfehlung wert. Das ist echt eine super tolle Münze, meiner Meinung nach. Machen wir weiter. Wombat. Erste Ausgabe 2021. Auflage sind 25.000 Stück. Dein Gesicht, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Hier ist ein ganz tolles Tier, der Wombat. Lebt in Australien, Fingerabdruck drauf, genau, und auf der Rückseite ist Queen Elizabeth die Zweite und ein Dollar ist es sogar da, genau, eine Unze ist es und ich habe dafür bezahlt, schauen wir mal nach, und zwar habe ich für den Wombat bezahlt 39,79. Und ich finde es auch eine sehr schöne Münze. 2021. Royal, also UK Royal Arms 2021. Hier ist ein Löwe und ein Einhorn drauf. Ja, sollte man gut erkennen können. Hier ist das Einhorn und da ist der Löwe. Und wir haben hier eine Auflage von 100.000 Stück. Ich finde es eine schöne Münze, ist jetzt nicht mehr so ganz im Sammlerbereich, weil 100.000 Stück schon eine hohe Auflage ist. Allerdings finde ich sie ganz toll und denke, dass das ein tolles, ansehnliches Stück ist. Ja, auf der Rückseite haben wir wieder die Queen Elizabeth II. Genau, 2 Pound steht hier noch drauf und bezahlt habe ich 30 Euro. 83.
Super. Machen wir weiter. Und zwar habe ich jetzt noch eine ganz schöne Münze im Petto. Und zwar ist es der Australian Schwan 2021 aus der Serie, wo ganz viele Schwäne vorgestellt werden. Und zwar ist die Auflage 25.000 Stück. Auf der Rückseite haben wir wieder Queen Elizabeth II. Und ja, wird in der Münze geliefert. Und finde sie eine ganz, ganz tolle Serie. Ich werde mir auch überlegen, ob ich mir noch 2020, 2019 zulege. Auf jeden Fall werde ich die Schwäne in Zukunft alle mir holen. Und zwar habe ich diese Münze für, wo haben wir den Schwan? Da haben wir den Schwan für 51,09 € gegönnt. Super. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne noch mehr Münzen vorgestellt haben möchtet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mir ein Abo da und erzählt mir gerne, ob ihr auch alle Münzen gekauft habt, welche Münzen ihr gekauft habt oder ob ich euch inspirieren konnte, einige Münzen davon zu kaufen und lasst mir gerne ein Abo da. Bis dahin, schöne Grüße, Katrin Witt.